Was bedeutet das eigentlich? Charakter. Ein Charakter kann der Held einer Geschichte sein. Eine Geschichte, die irgendwo beginnt. In der dieser Charakter zu seinen Werten steht, Hindernisse überwindet, sich Herausforderungen stellt. Ein echter Charakter handelt und erschafft etwas, entwickelt sich, wird immer besser. Jeder Charakter hat ein Gesicht, jedes einzelne besonders mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit. Persönlichkeiten zu finden, sich mit ihnen zu verbinden, den Anspruch an das Besondere zu teilen, all das bringt uns und unsere Geschichte weiter. Was dabei zählt? Ästhetik, Kreativität, Liebe zur Perfektion, die Lust am Neuen, am Entdecken, am Entwickeln, an dem, was in die Zukunft weist. Was Charakter besitzt, funktioniert über Kulturen hinweg und ist gleichzeitig Teil einer Kultur. Einer Kultur mit Charakter. Mit Menschen, die wissen, woher sie kommen. Ihre Geschichten sind Teil unserer Geschichte. Voller Mut und Demut. Sie gehören zusammen, über alle Grenzen hinweg, an jedem Ort, in jeder Heimat. Charakter kann man nicht lernen. Charakter hat man und steht dazu. Denn ein unabhängiger Charakter ist ein starker Charakter. Das ist eine gute Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Unser Charakter.